Aloha, meine lieben Zwillinge und alle, die sich für die Single-Legung der Zwillinge interessieren. Das ist ein zeitloses Orakel, also dann, wenn es dich halt hier trifft, wenn du darüber stolperst, dann könnte das für dich relevant sein. Wir haben jetzt hier die Karten von Nadine Breitenstein, das sind die Sprich-mit-mir-Karten. Wir haben das Weisheitsorakel von der Colette Bern-Reed. Damit mache ich mal eine kurze Bestandsaufnahme, wo du gerade stehst, was aktuell jetzt gerade dein Thema ist. Ich habe jetzt die Singles fokussiert, die sich eine Beziehung wünschen. Es kann allerdings auch für den einen oder anderen sein, dass es einfach um eine Herzensangelegenheit geht. Also es kann sich natürlich auch um eine Freundschaft oder eine Bekanntschaft oder eine berufliche Sache drehen, ne? Für den einen oder anderen hat ja die Karriere doch mehr Vorrang als eben so das Privatleben. Dann gehen wir mal rein und schauen mal mit den Before-Tarot-Karten, wie es dann zu dieser Situation gekommen ist, was dem vorausgegangen ist, um zu verstehen, ne, wo wir jetzt hier stehen. Mit dem Seelenreisetarot von der Julia Olea gucken wir in den weiteren Verlauf. Also was ist dein Ziel, dein Wunsch in der Situation? Was hindert dich drinne? Vielleicht auch was hinderlich ist von außen, was da einwirkt, was dir vielleicht auch gar nicht bewusst ist. Dann ist, was ist hilfreich? Vielleicht auch, welche Unterstützung von außen in deiner Thematik kommt oder wer von außen jetzt da auf dich zukommt, je nachdem, was jetzt hier auf dich zutrifft. Und dann der voraussichtliche Ausgang der Situation. Natürlich wollen wir dann nochmal in die Klärung gehen mit den Karten von Giro Manchetti. Das sind die Lenormand-Karten und die Zigeuner-Weisheitskarten oder Wahrsagekarten, so nennen die sich. Den Rat des Universums, dafür habe ich mir jetzt hier von Carl Gray die Engel und Ahnen zurechtgelegt. Ansonsten habe ich auch noch andere Decks. Bestimmung habe ich hier noch. Das ist ein neues Deck, was ich mir jetzt zugelegt habe von der Christine Arana Fader. Bestimmung, falls ich es jetzt nicht in der Infobox habe. Und wenn eine Botschaft von deinem Gegenüber raus möchte, habe ich hier noch das Liebesorakel Botschaften von Herzen von Toni Carmen Salerno. Meine Aloha-Karten. Also ihr seht, ich bin hier noch bestens ausgestattet. Wir werden keine Frage unbeantwortet lassen. Und was ich auch ganz süß finde, sind hier die kleinen Schnecken. Das sind diese süßen Karten von der Martina Trimpin. Ja, die finde ich auch ganz süß. So ein paar knackige Botschaften. Schnell noch einen Schluck genommen. Und dann wollen wir ja auch hier starten. Ja, wenn du noch nicht auf meinem Kanal warst, schau dich gerne mal in der Playlist um. Da findest du vielleicht noch hilfreiche Impulse in den Monatslegungen für die einzelnen Sternzeichen oder in den Jahreslegungen. Ich lege auch zum Vollmond und zum Neumond und du bekommst von mir jeden Monat eine Wochenenergie, eine Wochenbotschaft, worauf wir uns da so einstellen können im Kollektiv. Und ja, manchmal sind da echt große Überraschungen drin. Ich hatte jetzt, letzte Woche war es, glaube ich, mit zwei Schicksalsrädern in einer Woche, also sehr viel Umwälzung bei uns. Von daher ja, könnte dann doch ein paar Fragezeichen entstehen. Wenn dich irgendeine Thematik interessiert, dann schreib mich auch gerne an. Bin natürlich für alle Schandtaten offen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Zwillinge-Kollektiv. Was ist denn hier los? Ne, wir fangen mit dem anderen Stapel an. Sorry, habe mich gerade vertan, weil die jetzt in der Reihenfolge da lang. So, was ist die Überschrift? Welche Thematik? Um was geht es bei dir gerade? Zwillinge. Um was geht es jetzt gerade bei dir? Da haben wir der Stamm. Wir sehen hier eine große erwachsene Giraffe, die ihrer Baby- oder Kindgiraffe einen Kuss auf die Stirn gibt. Das ist so quasi das Hotel Mama. Wir haben hier die Zahl 8. Es geht um die ja, Selbstermächtigung, um die Selbst, ja, in seine Kraft zu kommen, den Platz im Leben einzunehmen, seinen eigenen Weg zu gehen, sich loszulösen von vielleicht gewissen Abhängigkeiten oder es muss gar nicht jetzt im Bösen sein, ne? Vielleicht zieht der eine oder andere aus oder er trennt sich von seinen Kindern, dass die Kinder jetzt ausziehen, dass sich familiär jetzt einiges vielleicht verändert, das kann auch die Situation sein. Es geht, der Stamm spricht eben von deinem unmittelbaren Umfeld, von da, wo du am Wirken bist. Ne? Da scheint es ein bisschen Aufregung zu geben, vielleicht auch frischer Wind reinzukommen. Wir schauen mal, wie du dazu stehst, was du mir noch dazu mitteilen möchtest. Klare Botschaften, bitte.
Zwillinge Single zu der Thematik der Sterne. Was hast du mir dazu noch mitzuteilen? Hier kommt die ganze Zeit immer Wassermann rein. Immer spricht jemand von Wassermann. Ich weiß nicht warum. Hast du es mit dem Wassermann zu tun? Was ist denn hier? Hier ist eine blockierte Kommunikation. Vielleicht mit einem Wassermann. Kann ja sein. Wir haben hier die Routen und den Berg. Und die Routen, die sprechen ja zum einen für klärende Gespräche, aber natürlich auch Diskussionen und plötzliche Dinge, die schnell passieren können. Und wir haben hier den Berg, der von den Blockaden spricht. Wir haben hier jetzt die Botschaft, ich weiß zurzeit nicht, was ich dir sagen soll. Deshalb halte ich mit meinen Gedanken hinterm Berg und bin auch nicht wirklich gesprächsbereit. Ich weiß nicht, ob ich dir überhaupt antworten werde, solltest du dich melden. Ja, so entweder bist du in der Energie oder dein Gegenüber. Auf jeden Fall ist hier die Kommunikation im Miteinander scheinbar blockiert. Wenn das nicht deine Thematik ist, brauchst du eigentlich gar nicht erst weiterschauen. Nee, klar, du kannst natürlich trotzdem weiterschauen. Vielleicht hast du auch die Situation eben umgekehrt. Ich weiß nicht. Ne? Also es kam immer Wassermann rein. Kannst mir ja mal dazu was sagen. Wir gucken mal, wie ist denn die Geschichte davor gelaufen? Was hat denn dazu geführt? Was ist der Situation vorausgegangen? Es kann natürlich auch mit deiner Arbeit zu tun haben. Es muss nicht zwingend privat sein. Vielleicht ist an deinem Arbeitsplatz, wo du schon sehr lange bist, eine Kommunikation blockiert. Und auch da kann es sein, dass du es entweder ja mit Emotionen, Wassermann, das ist ja auch ein Luftzeichen, dass da viel Kommunikation stattgefunden hat. Mal gucken. Wir haben hier einen Ritter der Münzen. Wir haben hier, ach guck mal, Rat des Schicksals. Königin der Kelche. Sechs der Kelche. Judgment. Ritter der Kelche. Und die Acht der Stäbe. So. Von den großen Arcana-Karten haben wir jetzt das Rad des Schicksals, was hier raussticht, und wir haben Judgment. Und das Judgment ist ja so ein Erwachensprozess, ne? Also so ein Wake-up-Call, dass einem was bewusst wird, dass man eine Erkenntnis hat, dass irgendwie wieder neues Leben in dich reinkommt. Ne? Man sieht hier die Toten in den Särgen, wo die Deckel aufgehen und die Toten quasi wieder auferstehen. Also in irgendeiner Weise passieren da gerade, Judgment ist auch eine Entscheidung, ne? Dass man sich für etwas entscheidet. Und der Ritter der Münzen spricht eben von etwas, wo man lange dran gearbeitet hat, wo man unermüdlich dran gearbeitet hat. Das ist auch ein Schutz, der hier auf der ganzen Sache liegt. Und wir sehen hier die Königin der Kelche, da geht es eben um Selbstliebe. Also irgendwas, eine Thematik, wo du scheinbar hier jemanden Kelch reichen wolltest, weil man hat den Ritter der Kelche, aber er hat den Kelch noch gar nicht. Du wolltest jemanden zum Ritter der Kelche quasi machen, aber scheinbar hat derjenige diesen Kelch nicht angenommen. Hier sehen wir mit den Acht der Stäbe, dass hier vielleicht viele Dinge mit einmal auch passiert sind und irgendwie ist das aber auch eine Geschichte, die hier mit deiner Vergangenheit zu tun hat. Vielleicht bist du da auch noch geprägt aus der Vergangenheit und arbeitest jetzt hier viel auf. Und schlussendlich möchtest du hier wieder in deine Kraft kommen, in deine Selbstliebe kommen. Und ich glaube, dass die Dinge, so wie sie bisher gelaufen sind, jetzt nicht mehr laufen werden. Hier kommt irgendwas, soll hier in Bewegung kommen. Ja. Hier sind die aber noch nicht im Flug. Ne? Man visiert erstmal quasi was an, so wie ein Schütze seinen Pfeil und Bogen spannt und das Ziel erstmal ausmacht. Aber auf jeden Fall hat man sich hier schon für etwas entschieden. Ich habe hier keine Ablehnungskarte drin, auch keine Schmerzkarte, aber in irgendeiner Weise
Ist dir vielleicht bewusst, vielleicht geht es auch um ein Erdzeichen oder um ein Wasserzeichen. Also Erdzeichen wäre Stier, Jungfrau, Steinbock. Wasserzeichen wäre, schlag mich tot, Fische, Krebs und Skorpion. Hier ist auf jeden Fall eine Veränderung angezeigt. Eine Veränderung in deiner Wahrnehmung, in deinen Gefühlen. Vielleicht hast du da schon lange mit zu tun und dir ist es jetzt zuerst so bewusst geworden, dass da vielleicht eine Liebe aus der Vergangenheit oder hast da vielleicht irgendwas wiederentdeckt aus der Vergangenheit, wo hier eine Kommunikation stattgefunden hat. Aber man sieht eben hier, ne, er guckt sich diesen Kelch so misstrauisch an. Also er ist noch nicht so richtig in der Lage, die Sache anzunehmen und wirklich diese Gefühle zu leben, ja. Und wir hier, der Ritter der Münzen, der hat die Münze ja auch noch nicht. Das heißt, der streckt ja gerade erst die Hand dafür aus. Also der ist auch noch dabei, für sich den Wert zu erkennen. Und vielleicht geht es darum, dass hier du deine selbst aus einer Selbstliebe heraus für dich erstmal diese Dinge klar machen darfst. Das ist quasi hier die Überschrift. Rat des Schicksals und Judgment, dass du für dich eine Entscheidung triffst, dich hier vielleicht von einer Situation fortbewegst und dass du lange hier vielleicht in einer vergangenen Situation festgehangen hast. Ich hätte mal gerne Klärung dafür. Gerne gewusst. Ritter der Kelche. Worum geht es bei dem Ritter der Kelche? Ja, da haben wir die Karte Machtkampf. Also da ist man wenig empathisch miteinander. Das sehe ich hier, dieses Misstrauische. Ne? Du möchtest gerne, aber das kommt nicht zurück. Ritter der Münzen, mit deiner Klärung für den Ritter der Münzen. Ja, der Münzen kann auch für eine gewisse Sturheit stehen. Festhalten an Situationen. Genau, man ist hier nicht im Fluss. Was ist die Judgment? Welche Botschaft steckt in der Judgment? Erfolg. Welche Botschaft steckt in dem Rat des Schicksals? Persönlicher Mythos. Etwas ziemlich Großes. Meine Klärung für den persönlichen Mythos. Eine Prüfung. Also hier wartet eine große Prüfung auf dich. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt für dich, dass es sehr herausfordernd ist, diese Situation. Aber diese Entscheidung, du wirst das hier erfolgreich oder hast das in der Vergangenheit auch erfolgreich gewuppt. Du hast diese Machtkämpfe quasi hinter dich gelassen und bist hier in den Fluss gekommen. Da möchtest du es zumindest. Also es ist zumindest ist erstmal eine Entscheidung getroffen für dich, dass du das angenommen hast, diese Herausforderung. Das ist schon mal interessant. Und du möchtest scheinbar auch diese Kommunikation oder die hier noch blockiert ist. Wir gucken mal rein. Was ist denn jetzt für die Single-Zwillinge? Fällt schon die Hohepriesterin hier, die Hohepriesterin steht ja für Vertrauen. Was ist denn dein Ziel und Wunsch jetzt in dieser Situation? Single Zwilling, was ist jetzt dein Ziel und dein Wunsch in dieser Angelegenheit? Ah ja, zwei der Kelche. Eine Klärung bitte für die zwei der Kelche. Ziel und Wunsch einer Zwillinge Singles. Und die 9 der Kelche. Ich lege gleich die Lenormand-Karten drauf und die Zigeunerkarten und dann gehe ich in die Deutung. Und bitte für die 2 der Kelche. Huch, da ist auch viel Power drin. Naja. Ja, es zeigt sich hier eine Familienthematik auf jeden Fall. Oder eine starke Anziehung kann auch für den einen oder anderen stehen.
ein sexueller Aspekt, also so eine. So, meine Klärung bitte für. Okay. So, also bei den zwei der Kelchen geht es darum, sich auf Augenhöhe zu begegnen, dass man hier in die gleiche Richtung schaut, dass man ehrlich und aufrichtig zueinander ist und sich darüber einig ist, dass man in die gleiche Richtung geht, ne? Und auch in die gleiche Richtung schaut. Also das ist, kann eine Liebesverbindung sein, das kann ein Arbeitsverhältnis sein, das ist in irgendeiner Weise auch eine Bindung. Also es kann auch eine vertragliche Bindung sein. Mit den Neun der Kelchen sehe ich, dass du dir hier Frieden wünschst in dieser Verbindung, in diesem Konstrukt, wo du mit jemandem in irgendeiner Weise zusammen agierst. So, die Lilien sprechen von Familie. Also es kann halt um die familiäre Situation gehen, wo du dir diese friedliche Miteinander wünschst. Oder eben jemanden, zu dem du eine starke Anziehungskraft hast. Ja. Das steht auch dafür, also diese Reinheit und diese, das steht was für was Attraktives, für etwas, ja. Und dann haben wir hier die Reise und die Eifersucht. Also du wünschst dir hier, dass man hier den Standort, wo man sich befindet, verlässt, dass hier Bewegung reinkommt. Scheinbar stagniert das Ganze massiv. Und du hast das Gefühl vielleicht, dass du die Sache immer so beobachtest oder beobachtest diese ganze Situation. Ich nehme jetzt nicht unbedingt wahr, dass hier eine Eifersuchtsthematik mitspielt, sondern es geht einfach eher darum, dass hier der eine den anderen immer von Weitem in irgendeiner Weise beobachtet, ja? Und vielleicht möchtest du, dass man aus dieser Situation herauskommt, dieses von der Ferne sich beobachten, vielleicht auch Internet. Und immer gucken, ist er online oder was macht derjenige, wie geht es ihm, ist er in einer Beziehung oder ist er nicht in einer Beziehung. Also das können ja unterschiedliche Geschichten sein. Ne? Auf jeden Fall möchtest du, dass da jetzt hier wieder was vorwärts geht. Ne? Reise, vielleicht möchtest du auch denjenigen tatsächlich besuchen, möchtest dahin reisen, um zu schauen, wie es demjenigen geht und möchtest friedliche Gespräche mit demjenigen führen, da wieder in Aktion irgendwie treten. Das wünschst du dir. Vielleicht wünschst du dir auch, dass derjenige zu dir kommt und dass ihr da guckt, wie ihr jetzt mit der Situation besser umgehen könnt. Was hindert dich denn momentan noch, was dir nicht bewusst ist? Was hindert dich, was ist dir nicht bewusst? Was hindert dich, was dir nicht bewusst ist? Noch nicht weißt. Ja, vielleicht weißt du es auch. Ja, hier kommt so die Karte, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist die 10 der Stäbe und wir haben den König der Kelche. Meine Klärung bitte für die 10 der Stäbe und den König der Kelche. Da haben wir den Fuchs und wieder den Berg. Und das zeigt mir im Grunde diese Blockade an. Ne? In irgendeiner Weise ist hier vielleicht jemand auch nicht ehrlich, vielleicht auch nicht ehrlich zu sich selber. Man versteckt sich hier und gesteht sich vielleicht auch seine Gefühle nicht ein und man kommt hier auch an den Rand der Belastbarkeit damit. Und hier geht es halt in irgendeiner Weise auch ja, seine strategischen Verhaltensmuster mal zu beleuchten, mal zu gucken, okay, wie habe ich mich denn bisher immer in meinem Leben in solchen Situationen verhalten? Wie bin ich mit meinen Gefühlen umgegangen? Wie bin ich mit den Gefühlen des anderen umgegangen? Und wo gilt es denn jetzt quasi, wie kann ich diesen Berg umschiffen oder überwinden? Und wie groß ist der denn wirklich? Also in irgendeiner Weise ist ja eine Hürde, die entweder eben den König der Kelche auch darstellt, das kann eben ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion, dass hier sich vielleicht auch die andere Person immer strategisch aus der Affäre zieht und nicht ganz ehrlich ist. Das kann auch der Fall sein. Musst du mal auf deine Situation gucken. Nehmen wir hier noch die Zigeunerkarten. Was ist hier die Blockade?
Fröhlichkeit. Was ist die Blockade an der Fröhlichkeit? Man macht gute Miene zu bösem Spiel, kommt mir so rein. Man täuscht vor, dass man glücklich ist, fröhlich ist, ausgelassen ist. Interessant, ne? Guck mal, wir haben hier ein Pärchen und da schaut einer zu. Also vielleicht ist das auch tatsächlich die Situation, weswegen jetzt die Kommunikation gestört ist. Ich muss mal eben mal schnell mal reinschlagen, gucken, bei dem Stamm. Lass mir jetzt keine Ruhe. Ich möchte dir natürlich keine Informationen vorenthalten. Gemeinschaft und Zugehörigkeit, darum geht es. Vielleicht fühlst du dich tatsächlich ausgeschlossen von einer Familie oder in irgendeiner Gesellschaft. Und stellst vielleicht fest, dass ihr nicht mehr in dieselbe Richtung guckt. Ja. Guck dir mal an, in welche Beziehungsdynamiken du immer wieder reinrutscht. Dieses Distanz, ne? Man sieht hier dieses Pärchen tanzen. Wenn du schon mal selber mit jemandem zusammen getanzt hast, dann merkst du ja oder kannst dich vielleicht erinnern, dass ein Tanz immer davon lebt, dass man sich wieder entfernt und dass man wieder rankommt, ne? Und dass man miteinander tanzt, dass man in die Bewegung kommt und so ein bisschen spielerisch mit den Energien umgeht, dass man dem anderen einen gewissen Spielraum lässt, dass man sich selber auch ein bisschen Spielraum gibt und also die Zügel ein bisschen lockerer lässt und dadurch der Sache mehr Raum gibt, dass sich die Sache bewegen kann, dass sich da was entwickeln kann. Wenn man jemanden so einengt und so festhält, ne, wie hier, dann kann sich da nichts entwickeln. Vielleicht wollen da die Emotionen auch gelebt werden und gezeigt werden. Wir gucken mal rein, was ist denn hilfreich? Jetzt ist da auch so ein gewisser Starrsinn drin. Was ist hilfreich? Oder man hat zu viel Distanz, aber ich glaube mit den Zehn der Stäbe, das ist eher so ein Einengen oder ist mir jetzt eigentlich zu viel. Das müssen wir nochmal in den Stapel nehmen. Bitte nochmal eine klare Botschaft. Was ist jetzt in der Situation für meine Zwillinge, Single, hilfreich? Eine klare Botschaft, was sie noch nicht wissen. Was ist jetzt hilfreich? Königin der Stäbe. Eine Klärung für die Königin der Stäbe. Bitte für die Königin der Stäbe. Königin der Stäbe ist Feuerzeichen, Widder, Löwe oder Schütze. Und die steht eben für ja, Selbstbewusstsein. Ne? Die weiß ganz genau, was sie will und kriegt das in der Regel auch durchgesetzt. Und die hat einen Plan, die sammelt auch Inspiration und hat auch Inspiration. Also es gibt, inspiriert auch andere. Und da steckt immer auch so ein bisschen Magie dahinter. Also man ist da auch sehr aufgeschlossen und lässt sich auch nicht die Butter von der Stulle nehmen, sage ich mal so. So, jetzt haben wir hier die drei der Stäbe, die sprechen von neuen Abenteuern. Segel werden gehisst und man will hier seinen Weg selbst gehen, seinen eigenen Weg auch gehen. So, was ist jetzt hilfreich? Bitte eine Klärung für die der Stäbe und die drei der Stäbe. Genau, du willst den Dingen folgen, die dich glücklich machen und das sollst du auch. Und was ist denn dein Glück? Ja. Erteile den Menschen eine Absage, die, wo nur Misstrauen ist, wo kein Vertrauen ist. Ja. Wir haben hier Falschheit, kommt ins Haus quasi, willst du nicht mehr, lässt du hinter dir, orientier dich auf die Person oder die Dinge, die dich im Leben glücklich machen. Und das wird dich weiterbringen, deswegen verstecke ich mal die anderen Karte. Also vielleicht könnte da jemand auf dich zukommen, wo es gilt, misstrauisch zu sein. Oder warte mal.
Genau, setz dich durch gegenüber Menschen, die so ein bisschen zwiespaltig sind und bleibe bei den Dingen, die dich glücklich machen. Aber was macht dich denn glücklich? Ich hätte gerne mal eine Erklärung dafür. Ich hätte mal noch eine Erklärung für das Klee. Die wollte. Ja. Was dir Stabilität bringt, ja, also das, wo du dich mit gut und stabil fühlst, wo du dich gesund fühlst und wo du sagst, da fühle ich mich auch sicher, da habe ich keine Angst vor den Leuten oder dass die mir schaden würden. Da hast du eine Geborgenheit, ne? Ein Haus, das ist dein Zuhause, weil hier geht es eben nicht nur um dein Zuhause als solches, sondern eben auch deine Seele und dein Geist, dein Körper, dein Innerstes, dass das stabil ist, dass du den Leuten, die an deinem persönlichen Fundament, also an deinem Sicherheitsgefühl rütteln, dass du denen eine Absage erteilst und dass du da dich wirklich auf die Dinge konzentrierst, die dich glücklich machen. Ja. So, wo führt denn das hin? Voraussichtlicher Ausgang. Kommt da noch jemand oder eröffnet sich hier noch eine Partnerschaft oder eine neue Situation oder wie entwickelt sich denn die Sache denn? Ah ja, also du scheinst hier vor eine Wahl gestellt zu werden und das könnte sein, dass du hier eine neue Fähigkeit für dich dazu gewinnst. Es kann auch sein, dass hier klärende Gespräche stattfinden, die dann hier zu einer neuen Vision führen. Vielleicht eine gemeinsame neue Vision. Dann klären das mal. Zwei der Stäbe und dem Bube der Schwerter. Worum geht es hier? Das ist der voraussichtliche Ausgang. Da haben wir die Schlange und die Ruten. Hatten wir die nicht eben auch schon? Nee, gut. Also die Schlange kann zum einen für eine weibliche Person stehen, die kann aber auch, steht auch für Heilung und für Umwege. Dazu haben wir die Ruten, die stehen für klärende Gespräche. Es kann sein, dass es hier nochmal Diskussionen gibt, dass es unschöne Gespräche gibt, aber die schlussendlich hier dann scheinbar zu einer Klärung führen, in welche Richtung es jetzt hier nun geht. Ne? Man hat hier eine Wahl. Entweder wir folgen dem Plan oder wir folgen dem Plan und hier gibt es den Kompass, wo man sich dann auch gemeinsam ausrichtet oder du selber. Das kann natürlich auch sein, dass du für dich sagst, okay, ich gehe jetzt hier meinen eigenen Weg, denn das sehen wir ja hier auch. Ich sehe hier nur dich alleine, also du scheinst hier dein Leben in die Hand zu nehmen und einen neuen Kurs zu einzuschlagen. Meine Klärung bitte. Die Liebe und die Treue. Also du entscheidest dich für die wahre Liebe und ich sehe hier eigentlich auch so das Stück selbst, das Thema Selbstliebe, weil wir hier das mit dem Haus auch haben und die Treue, dass du dir selber treu bleibst. Du hast deine Werte für dich festgemacht, du weißt, was dir wichtig ist in einer Beziehung, in einem Arbeitsverhältnis, wie auch immer und du bleibst dir selber treu. Finde ich sehr, sehr gut. Und vielleicht gibt es da auch jemanden, der dir immer wieder treu zur Seite gestanden hat, dass du mit demjenigen hier weiter Pläne machst. Wäre ja sehr schön. Und dass man mal guckt, wie sich das weiter dann entwickelt. Das braucht erstmal noch ein bisschen Zeit. Aber erstmal musst du dir dessen bewusst werden, was dich hier glücklich macht, was in deinem Leben ein gewisses Fundament darstellt. Die vier, das ist die Manifestationsenergie. Also du kannst dir das halt auch visualisieren. Ne? Also Stabenergie ist auch Visionskraft. Die ist diejenige, die auch mit dem Magier ganz eng verbunden ist. Und wenn sie weiß, was sie will, dann hat sie auch das Zeug dazu, den Magier quasi zu aktivieren in sich, dass die Dinge im Leben zu sehen sind. Vielleicht möchtest du hier auch umziehen, deinen Wohnort verlassen, in einen Ort, ne, weil hier die drei der Stäbe spricht ja von einer Reisebeginn. Hier haben wir auch Reise. Vielleicht ist das tatsächlich Thematik, dass du jetzt hier den Ort, an dem du bist, verlässt und umziehen möchtest. Könnte durchaus sein.
Kriegen wir darüber noch eine Klärung? Ich soll mal am Plan festhalten. Wir bleiben mal dabei. Also eine Botschaft der Engel und Ahnen für meine Single-Zwillinge. Eine Botschaft der Single-Zwillinge in dieser Situation. Welche Botschaft ist jetzt hier wichtig? Lord, übernimm mit Autorität die Führung. Ja, das ist auch so eine Führungsposition. Also die Königin ist ja die Frau vom König der Stäbe. Und König der Stäbe ist ja der, der das dann tatsächlich in die Tat umsetzt. Für ich sehe in dem Lord immer den Herrscher. Der Herrscher ist Mars-Energie. Da geht es um die Umsetzungskraft, also auch eng verbunden hier mit der Stabenergie, die wir hier schon sehen. Es geht um Stabilität aufbauen. Was bringt in dein Leben Stabilität, aber lässt dich so flexibel sein, dass du den Reichtum und die Fülle auch ernten kannst? Also komm mal in Bewegung, in Aktionismus. Ich sehe so ein bisschen so eine Starre. Also so eine, ne, man ist hier quasi überwältigt von den Dingen, die dich hier an den Rand der Verzweiflung bringen. Aber vielleicht ist es gar nicht notwendig, daran festzuhalten. Vielleicht geht es darum, diese Stäbe jetzt hier endlich loszulassen und dich auf diesen einen Stab zu konzentrieren, der dich deinem Glück und deiner Stabilität näher bringt. Das ist so die Information, die ich jetzt hier so weitergeben darf. Ich möchte noch eine Botschaft raus. Ja, die kleinen Schnecken hier, die möchten gerne noch eine Botschaft. Zwillinge, Single. Ach süß. Wer das liest, ist schön. Wer das nicht liest, ist auch schön. Aber er, sie weiß es vermutlich nicht. Ja, also es spielt keine Rolle, ob dir jemand sagt, wie toll du bist. Also du brauchst diese Anerkennung nicht von außen. Wisse das einfach. Wisse einfach, dass du gut bist, so wie du bist. Und wertvoll bist, so wie du bist. Träume deine Träume so hoch, so weit und so groß du nur kannst. Und das würde ich dir auch wirklich also raten, weil alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen. Folge deinen Träumen. Was war schon immer dein Wunsch, ne? Weil wir hier die Reise haben. Vielleicht ist das tatsächlich jetzt das Thema, dass du dich jetzt hier auch damit auseinandersetzt. Der Bube der Schwerter, ne? Guck mal, man sieht hier, wie er hier über Büchern sitzt. Vielleicht sammelst du jetzt Informationen über dein Ziel und wie du die Reise angehen kannst. Kann natürlich auch sein. Und dass du hier jetzt deinem Herzen treu bleibst und folgst und das für dich klar machst, wie es gehen kann, welche Wege du jetzt nehmen kannst, wie du deinem Ziel näher kommst und für dich dieses Bild klarer machst, was dich in deine Zukunftsvision, hier in deinem Ziel näher bringt. Ich meine, wir haben ja hier die zwei der Kelche. Du wünschst dir ja hier in irgendeiner Weise eine Verbindung, die dir einen Frieden bringt. Und scheinbar gilt es dazu, etwas Neues auch zu erfahren oder kennenzulernen. Vielleicht bekommst du auch zwei Optionen, zwei potenzielle Optionen, wo du vielleicht erst über Umwege zum anderen, zu der Person kommst oder kennenlernst. Das kann natürlich auch sein. Also bleib wachsam, aber behalte dir immer im Auge, ich habe meine Werte und da halte ich dran fest und dann kann da gar nichts schief gehen. So, und wie gesagt, wenn in dir Energie stagniert, dann guck mal, dass du in Bewegung kommst. Ja, Feuerelement, das sind die, die auch körperlich aktiv sind. Geh joggen, geh laufen, geh schwimmen, mach irgendwas, was dir und deiner Seele gut tut, wo dein Körper in Bewegung kommt, weil dann bringst du damit auch in dir die Energien wieder in den Fluss und dann kommen dir auch die Ideen und die Impulse. Geh raus, geh unter Leute und aber erde dich halt auch zwischendurch. Also nimm dir auch die Auszeiten und den Rückzug, diesen notwendigen Rückzug zwischendurch, den du brauchst, um ganz bei dir zu bleiben, ne? So, ja, haben wir noch eine abschließende Aloha-Karte noch. Welcher Impuls will jetzt hier unbedingt noch gesagt werden? Oh, schaut euch mal die Farben an.
ganz viel Lila. Lila ist ja das Stirnchakra, da geht es um Vision. Wir haben hier so Magenta mit drin, das ist das Kronenchakra. Also es geht um Visionsfähigkeit. Was möchtest du erleben? Was sollen deine Erfahrungen sein? Wo siehst du dich, ne? Und wir haben hier die Karte Vergebung. Vergib, bevor die Sonne untergeht. Also scheinbar geht es damit auch noch mit der Vergangenheit hier abzuschließen und dankbar zu sein für die schönen Momente. Göttin der Magie ist die Uli. Das ist so die Magie, die hier auch in der Königin der Stäbe steckt, ne? Du bist ein geistiges Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht. Nimm dein Leben in deine liebenden Hände. Hier, stell dir vor, dieser Stab hier ist dein Leben. Nimm es in deine Hände. Gestalte und forme es. Du entscheidest über dich. Komm wieder in die Selbstermächtigung. Hatte ich das nicht auch schon vorher gesagt? Ich weiß gar nicht. Reinigung. Nimm die großen und kleinen Fehler fort. Übergib sie dem Ozean. Reinige dich. Kläre deine Energie. Funkelnd, strahlend, leuchtend, hell. Ja, also sorge immer dafür, dass dein Energiefeld, deine Umgebung, dein Zuhause und deine Gedanken, dass die rein bleiben, dass du dich nicht hinreißen lässt, jetzt hier mit Zorn und Wut immer wieder in diese Konflikte reinzugehen, weil das ist das, was dich quasi jedes Mal wieder aus den Angeln reißt, ne? Sei da, bleib da standhaft bei den Dingen, die dir wichtig sind. Und wenn du in deinem Leben mehr ja, Leichtigkeit, mehr Liebe erleben darfst, dann gilt es das erstmal in dir zu finden. Ja, krasse Legung. Wer das liest, ist schön. Wer das nicht liest, ist auch schön. Also eigentlich völlig egal, ob du das jetzt liest oder nicht. Du weißt es wahrscheinlich noch gar nicht. Du siehst dein eigentliches Potenzial, siehst du gerade scheinbar noch gar nicht. Ne? Träume deine Träume so hoch und so weit und so groß du nur kannst. Ermögliche dir das, erlaube dir das, glücklich zu sein. Ja? So, meine lieben Zwillinge, na dann, träume deine Träume und träume sie nicht nur, sondern komm hier jetzt in die Umsetzung. Ja, nicht nur im Träumen bleiben. Und du wirst vielleicht, wenn du jetzt das Gefühl hast, ich bin noch nicht so weit, ach, ich weiß noch nicht oder so, man ist nie bereit dazu. Geh die Schritte, die ersten kleinen Schritte, die dafür notwendig sind und höre immer auf dein Gefühl, was nährt dich, was bringt dich wirklich weiter, was sorgt dafür, dass in deinem Umfeld und in dir Stabilität wächst, dass da finanziell, dass du versorgt bist, dass du materiell versorgt bist, dass du emotional gut versorgt bist und dass du gedanklich auch gut versorgt bist. Ne? Wir sind ja immer der Durchschnitt der fünf Menschen oder Energien, mit denen wir es tagtäglich zu tun haben. Und vielleicht gilt es da dann auch auszusortieren und zu sagen, nee, sorry, also das tut mir echt nicht mehr gut. Ich beschäftige mich immer mit den Sachen, die mich eigentlich nur runterziehen oder ablenken. Bleib fokussiert und sorge in dir für diese Stabilität. So, haben wir es gesagt. Na dann, ich hoffe, es hat dir geholfen und du hast da hilfreiche Impulse für dich mitnehmen können. Dann lass gerne ein Like da oder ein kostenloses Abo, wenn du weiterhin auf meinem Kanal mal reinschnuppern möchtest oder informiert werden möchtest. Dann betätige auch die Glocke. Abo ist natürlich kostenlos. Und ansonsten schau mal in der Playlist, ob du da vielleicht noch über ein Video stolperst, was dir da in deiner Sache weiterhilft. Ansonsten, ja, es folgen ja noch weitere Videos von mir. Ja? Mach's gut, pass auf dich auf, deine Tina. Bye, bye.